Eines Tages, liebe Freunde, eines Tages werde ich Lucius hier dran aufhängen, am Schulturm. Beim Teutas, wie ich das machen werde. Könnt ihr drauf verlassen. Krass, wa? Jo, willkommen zurück an der Wolf für Venedig. Wir sind dabei, ein bisschen Geld zu scheffeln, hier und da zu gucken, wa, welche Waren, etc. etc. Der ist hier wieder Seil der Reiter dabei. Okay, okay, wir haben wieder ein paar Seile, stimmt. Wir haben wieder 50 Tonnen, sehr gut, sehr gut. Hier haben wir ein paar Dinger, das heißt, es reicht für ein kleines Kriegsschiffchen. Aber ich will jetzt erst einmal die große Werf bauen. Auf dass sie großartig was auswerfen möge. Feindliche Schiffe wurden in ihren Hoheitsgewässern gesichtet. Schon wieder. Das ist eine dumme Idee. Das ist eine ziemlich dumme Idee. Das ist eine bescheuerte Idee. Typisch Lucius, er kann es auch nicht anders. Wir haben eine gegnerische Einheit so besiegt. Großes Handelsschiff. Ach du Scheiße. Für komplexe Handelsrouten, ja, nach unten halt, war wäre es eine Idee. Das heißt, Orpheus ist gut für. Aber, ich wollte gerade sagen, Orpheus opfern oder so, aber nee, komm, so einer bin ich nicht. Große Kriegsschiff kann ich gebaut werden, er braucht 49, da geht erstmal ein Adligen, genau, was ist das für ein Quatsch. Das geht auch wir erst haben dann. Eine gegnerische Einheit besiegt. Das große Handelsschiff, ja, ich mein Bock drauf hätte ich schon. Man greift eines ihrer Gebäude an. Ist das sonst habt ihr keine Hobbys, wa? Der euch antreibt. Ja, auch erstmal das hier, komm. Das Großhandelsschiff muss noch ein bisschen Lasst warten. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Was heißt ja off? Also behalte es einfach noch. So ein Rückkehr, meine kostet eh nur 15, also kann man das ruhig machen. Ah, der wird eh zerstört. Ein kleines Kriegsschiffchen hier, weil das wird wieder abhauen, aber hat keine Chance. Sie haben den Feind niedergerungen. Ich brauche langsam aber sicher noch mal ein bisschen Gewürze. Kannst du machen, was du willst, aber wir brauchen's. Wir hatten so eine schöne Handelsflotte, also davon Arsch. Ist das Bier irgendwie wieder ein bisschen Flaute hier, oder wie soll ich das verstehen? Kräutergarten wieder irgendwie, wa? Das Verhältnis ist aber noch ein bisschen anders, also 2:1 in die Verhältnis oder so. So. Die Magellan. Oh. Magellan aus One Piece oder was? Der Giftfuzzi. Dann, wie gesagt, ich brauche langsam aber sicher noch ein bisschen Gewürze, geht nicht anders. Bis man ein großes leisten kann. Also vor allem gelten die Seile mittlerweile, oder? Der Rest geht eigentlich. Eines ihrer Schiffe wird von. Niemand hat bisher eine Begegnung. Ja, hast du natürlich Schiff. Auch jemanden, mit dem man noch ein bisschen quatschen könnte. Also bei Gelegenheit nochmal hier die ganze Siedlung ein bisschen verschönern, war, weil die Straßen natürlich auch schon hässlich aus. Aber ja, wenn das mein kleines Problem ist, Leute, dann schwimme ich im Luxus. War schon wortwörtlich. Dieser K.
Khan. Der Chinggis Khan. Geht endlich, oder ich vergesse mich. Verführerisch. Ich. Den Teufel werde ich. Verführerisch. Jetzt will er nicht mehr. Ist euer Vorschlag. Verführerisch. Ich. Wollt ihr mir etwa unzüchtiges Benehmen unterstellen? Ja. Du Schlampe. Okay, war ein bisschen hart, gebe ich zu. Genau, also was wir schon mal gesagt, was wir festgestellt haben in der letzten Folge, dass mit den Büchern geht ja soweit in Ordnung. Ihr wagt. Achso, ist hier. Fragen, wo ist denn plötzlich mein Schiff hin? Denn das hätte mich etwas gewundert. Was waren die hier? Hoi, 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 hoi! Hängt ihn! Ist das Lucius? Ah, die Baronessa. Okay. Die kann man auch bald mal hängen. So, die Kohle steigt und steigt. Die kann man schon ein großes Handelsschiff leisten. Sehr gut. Ja, Ziel dieser Folge ist eigentlich Korsarenpakt wieder. Und dann, ja, ich weiß, ganz Gewässer erforschen, aber es geht erst, wenn ich da... Wie respektlos. Schnelle, wendige. Die wartet da echt auf mich, krass. So, auch nur, es kann. Weil es Spaß macht, sie zu jagen. Was macht die denn jetzt? Ständiger Richtungswechsel, was bringt denn das? Hey, ist wieder ein Glitch, den ich gefunden habe? Erstmal den komplett versenken. Zu herrschen ist meine Bestimmung. Dann herrsche ich über die Hölle. Wenn ich dich schon bald zurückschicken werde. So, jetzt nicht mehr, jetzt hauen sie ab. Jetzt denken sie, oh scheiße, nur zu zweit, kein Bock mehr drauf, tschüss. Hüp, wieder zurück. Heißt hier ist wieder ziemlich noch voll mit Gewürzen. Ja, das sieht ja gut aus, gut. Hm. Weil sonst irgendwas ein bisschen, ich meine, klar, ich kann ein bisschen was verkaufen und so weiter, das ist natürlich gar kein Problem. Ich habe mich aber ärgert, ob man noch irgendwie einen Auftrag erfüllen könnte. Herzlich willkommen. Müssen wir ruhen und so. Hierbei benötige ich eure Unterstützung. Wo ist es? Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Oh, super. Sie haben eine gegnerische Einheit besiegt. Wollt da echt jemand eine Maria angreifen? Ich kann alles wagen. Ich will gar nicht wissen, wie groß meine Bilanz am Schluss ist. Also ich meine... Die muss ja exorbital sein. Wir haben eine gegnerische Einheit besiegt. Was spricht da mit dem versenkten Schiffen und so? Versteht ihr?
Ja, mit dem Kräutergarten irgendwie haben wir wohl ein bisschen verschätzt, aber im Verhältnis her. Also erstmal ist der entweder weg oder auf dem Weg dahin. Dann bitte den ganz von mir aus lassen. Kannst du noch einen hinmachen, dann so, ja. Gut. Passt soweit, wa? Man kann dann noch aufhören, natürlich wegen Glas, wa? Natürlich noch brauchen für die Konturen. Stimmt. Dann brauche ich erstmal mit dem Quarzen zu, das ist ein ganz anderes Thema und leg mich am Arsch. Das Thema Quarz. So, das Schiff kommt in unsere Richtung, das ist perfekt, um es abzufangen. Kann ich eigentlich noch ein bisschen was mitbringen? Werkzeuge, momentan eher weniger, aber selber gerade. Das ist eigentlich auch gut, dann kann ich da noch ein bisschen Brot. Da habe ich auch zu viel. Ja, das passt doch. Jo! Indigo, wa? Ist natürlich so ein Punkt. Dies sind die Baupläne, die ich euch jetzt zur Verfügung stellen kann. Dann mache ich hier sogar anders, weil ich sehe, dass ich Milch und Datteln haben immer wieder. Ja, doch kann man eigentlich sagen, zu viel. Ich brauche, glaube ich, sowieso momentan nur die Moschee hier. Das heißt, ich kann doch hier jetzt echt noch ein bisschen erweitern. Sogar problemlos. Da ist jetzt die gute Frage, ist der jetzt wirklich noch drin oder ist er nicht mehr drin? Ja, wäre er hier noch, aber wenn ich eigentlich eh vorhabe, das Ganze noch ein bisschen auszubauen. Vielleicht nur da unten irgendwo anders hin zu platzieren, also die hier irgendwo anders hin zu platzieren, wäre natürlich hier eigentlich ein guter Platz. Ist echt und nicht irgendwie gut, ja, wenn es halt doch so ist. Wieso fahren wir gerade wegen den Gesandten, was die schon da hatten für ein Gebäude, aber wenn es halt so ist, dann. Ihr Schiff wird gegnerisch. Moment! Feuers. Seid ihr furchtlos? Gegen ein gutes Geschäft habe ich nichts einzuwenden. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Jo, und deswegen hätte ich gerne noch einen Korsarenpakt. Bald hab ich. Es wäre ratsam. Es geht doch. Der ist jetzt da unten. Okay. Der ist jetzt da unten. Moment, Moment. Ich habe natürlich nicht vergessen, nur verdrängt. Das ist natürlich erstmal wieder so. Machen muss. Weiter geht's. So. Keine Werkzeuge mehr, super. Ja, aber erstmal gucken, ob es überhaupt wirklich reicht. Also weißt du auch mit den Daten und so weiter, ob da jetzt echt genug habe momentan. Aber ist doch jetzt eine schöne kleine. Ja, ausbaufähig. Wobei, also ganz ehrlich. Nee, ich glaube, den dritten brauche ich schon. Dritte Daten ist ja einfach, dritte Milch ja auch, also ist alles kein Problem. Ich erbitte eure Hilfe.
Okay, 10 Tonnen Mehl von mir aus. Kann man so machen. Aufhören! Sofort! Nein, hab gerade erst angefangen. Sehe ich das Schiff schon oder wie sieht's aus? Ah, da kommt er schon. Ich will natürlich mit Jafel irgendwo hier abpassen. Wir haben eine gegnerische. Ich habe eine wichtige Sache zu erledigen. Könntet ihr mir dabei zur Hand gehen? Lieferung da ab, super. Ja, das könnte geil werden. Okay. Wobei, wenn ich schnell genug bin, müsste eigentlich klappen. Korsarenpakt habe ich auch noch. Ja, doch, da müsste doch eigentlich kommen. Ein bisschen auffüllen hier. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Das war doch eigentlich klar. Oh ja, oh ja, oh ja. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Jetzt hat aber natürlich, bis das Schiff da weg ist. Der Seelenverkäufer. Ich verkaufe Seelen. Leute. Das finde ich immer so hässlich. Die gehen nur so weit dran, dass sie überhaupt treffen würden. Aber mir auch nicht, wisst ihr. Es wäre natürlich viel effektiver. Dein Geld ist bei mir in besten Händen. Daran zwar einfach keine Minute. Sie konnten das feindliche Schiff rechtzeitig abfangen. Also ganz schnell das nach unten. Bündnis zwischen zwei Mitspielern besteht nicht länger. Das wundert mich, wir sind doch eigentlich... meine drei NPC-Mitspieler sind doch eigentlich Best Friends. Einmal so mitbekommen. Die gute Baronessa, der Lucius, Constanza Zangshi und der Guy. Ein gutes Geschäft ist mir willkommene Abwechslung. Ja, mir soweit eigentlich auch. Ja, doch. Ist schön. Okay, da genug für ein kleines Kriegsschiffchen. Sehr gut, sehr gut. Er muss ein kleines sein, komm. ...668 die Bilanz und sie wird besser, oh ja, du. Aber irgendwie sieht's aus, Milch und Dattel immer noch gut. Also momentan kann sich das schnell ändern. Sie haben eine Schlacht gewonnen. Eigentlich eher eine Pseudoschlacht. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist eine Pseudoschlacht. So ist es recht. Ah, es läuft echt gut. Gute Bilanz können viel. Wobei, ganz ehrlich, ich glaube, für die Patrizierstufe würde man behaupten, sind wir echt gut dabei. Ich glaube, viel besser geht gar nicht. Was mich einfach ein bisschen stört, ist, dass er da mit den großen Kriegsschiffen und so, dass es erst ab Adlige geht. Ich meine, warum? Ein gutes Geschäft. Holen Sie lief vom Konto von Alsa hier ab. Also hier. Habt ihr Neuigkeiten für mich? Steht denn jetzt hier? Holen Sie lief vom Konto von Alsa hier und bringen Sie jetzt den markierten Häfen. Genau. Schiff fertiggestellt. Das Venezianische haben wir dann mal zu hinterfragen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren. Ist der eins, wo ich halt erwarten muss, was er kommt, oder wie? Oder liegt es daran, weil wir den schon dabei haben? Nee, der kann nicht sein, dass deswegen irgendwie... Das wäre ein bisschen sehr schräg. Ist nicht mehr drin, oder was, im Einzugsgebiet? Aber
doch jetzt einfach nicht, hey. Das glaube ich nicht. Oh, ich muss leider glauben. So. Je länger ich mich hier aufhalte, desto gefährlicher wird's. Wie Respekt. Sag ich ja. Also bin hier, ich warte. Da muss ein Konkurrent, wenn sie da so etwas wäre. Danke, Shukran. Ihr habt dem Sultanat einen großen Dienst erwiesen. Okay, das heißt... Ohne eure Hilfe kann ich diesen wichtigen Auftrag nicht erfüllen. Ja, ja, macht das direkt. Und jeder hat bekommen, was er wollte. 4000, Alter! Ich brauch dringend wieder... Oh, verdammt, komm. Geh mal los und hoff das Beste. Ich brauche da Gewürze, scheiße. Jetzt nur aufbauen, jetzt auch alle happy. Schon krass, oder? Bringt er nicht viel? Ja gut, 60 etwa. Wie sieht's denn? Ist immer noch auf dem Maximum. Das wundert mich jetzt echt ein bisschen. Egal. Solange es klappt, soll er zufrieden sein. Mir aus den Augen! Wem seid jetzt hinterher, wenn ich mal fragen darf? Ach du Scheiße. Aber wenn sie hier ablenken, greift es vielleicht nicht da oben an, ne? Aber vielleicht Glück. Sicher kann ich irgendetwas für euch. Momentan nicht, dankeschön. Alter, 12.000. Ich hab jetzt die Seile. Scheiße. Sie haben eine gegnerische Einheit besiegt. Man fragt sich jetzt echt, ob man jetzt vielleicht doch Frieden schließen sollte. Ich kann euren... Das wollt ihr mir doch nicht. Ernsthaft. Zu. Ihr vergeudet eure Zeit und meine. Bitte, das von mir aus. Das wollt ihr mir doch nicht ernsthaft zumuten. Da, ich hab's versucht. Der Rat der Zehn dankt. Ein kleines Kriegsschiff mehr. Eines der Schiffe steht unter Beschuss. Wollte gerade sagen, nötig hätte ich es mutig, oder? Nicht wahr? So. Wie, wo war es Erleichterung? Meinst du das? Oh, zurück oder was? Puh, gut, ich habe genug Zeit, das ist schon mal etwas. Ich gehe mal ganz kurz nach oben. Das dauert und dauert. Er versucht es immer wieder. Es ist schon interessant, was er da irgendwie treibt. So, bin repariert. Sehr gut. Dann brauche ich schnellstens so ein paar Gewürze, weil ich glaube, die halten nicht so lange durch. Seid ihr furcht? Was macht er jetzt hier? Ah, sie haben eine gegnerische Einheit besiegt. Also, so ein Transportboot. Also, sorry, aber Lucius, der hat keine Kohle. Kann sagen, was du willst. Nee, keine Chance. Nun ja, mein Geschäft wird kaum Gewinn ab. Er wird, glaube ich, in der nächsten Folge mit den Büchern anfangen. Also, sprich, ein bisschen mehr. Natürlich auch ein bisschen mehr auf Werkzeuge geben. Ich überlege sogar, aber vielleicht irgendwie. Moment. Eisen. Ja, ein bisschen mehr Werkzeuge. Das sinkt wieder eine Kutten. Muss ich beobachten. Vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt irgendwie so viel verkauft habe. Nicht aus. Und ansonsten mal gucken, wa? Feindliche Schiffe wurden in ihren Hoheitsgewässern gesichtet. Ja, mehr auf die Bücher und eben vor allem, dass ich da noch ein bisschen wieder mehr investieren ganz Aschgabat war. Ich meine, momentan sieht es doch relativ gut aus. Ja, kann man so belassen. Mosaik steigt auch wieder, aber vielleicht noch ein bisschen mehr Häuser bauen kann und dann gucken kann, weil, ja, deshalb... Ah, Teppiche, scheiße. Ne, erstmal die Farben machen, wegen Teppichen muss ich recht eine andere Insel haben, aber wo?
meine, die ich gerade so auf den Blick habe, sind alle schon weg. Da ist noch weiter unten irgendwas suchen gehen. Oder andere Option. Seid mir gegrüßt. Oh scheiße, Sandinsel. Ich kann vor allem Seite brauchen, fällt mir gerade mal so auf. Ah, und Zucker, also Türking wäre eigentlich die. Gut, ne, das eine müsste ja anpflanzen und so. Ja, wenn es eine Insel von Lucius oder Baronessa wäre, dann könnte die zur Not ja auch. Ihr versteht schon. Aber sonst irgendwie machen. Ich an der Spitze. Und ihr? Nun ja. Das dulde ich. Was kann ich ein anderes Schiff ziehen da mit den Gewürzen? Ah, das hier. Meine Güte, mach doch mal hin. Ich dachte, da plötzlich im Keller gesunken, weil er keine Gewürze mehr hatte. Krass. So. Marco Polo kommt wieder. Da wird noch was repariert. Sehr schön, sehr schön. Dann, wie gesagt, ich habe ja noch ein bisschen was zu tun. Okay, okay. Mehl will er auch noch haben. Weil natürlich hier kein Mehl habe. Okay, gehen wir nochmal so vor. Ja, Mehl müsste ich hier unten holen. Ob ich hier sicher genug Mehl hätte. Ja, locker. Zeit her sieht es eigentlich auch gut aus. Komm, machen wir anders. War noch ein bisschen länger unterwegs, aber das wird schon. So. Und da ich nachher eigentlich eine Aufnahmesession beenden will, wird es vermutlich ein bisschen länger dauern heute. Ich will jetzt erstmal alles ein bisschen eine Runde umfahren. Sagen wir es quasi so. Sie haben den Feind niedergebracht. Ja, ich kann nicht mehr genug Scheiße. Ah, natürlich jetzt doof. Weiß Mehl kann ich auch mit der nächsten, wenn ich die nächste Lieferung hole. Ah, okay. Nee, sorry, ich wollte gerade irgendwas machen, das kann ich nachher machen. Gut. Wie sieht's sonst aus? Relativ gut, wa? Schulturm haben wir, die Kirche haben wir, Schenken haben wir genug, also kann sich keiner beschweren. Wenn irgendwo hier unten, ja super. Da unten können sich die natürlich gut beschweren. Sehr gut sogar. Schenke Jugend hat irgendwo anders platzieren. Das ist einfach das Gebiet hier momentan. Quasi eine hier machen, eine da oben. Zu vermelden? Ich wusste, man kann euch in dieser Sache trauen. So. Dann noch kurz runter, dann mache ich das auch und ein bisschen mehr Ruhm. Perfekt. Alles für den Ruhm. Zeit für das große. Mann, immer noch nicht so weit. Was macht ihr denn? 14 Tonnen braucht er noch. Du bist echt nicht so schnell, wa? Kann das sein? Meine Güte. Fisch gehen wir noch ein bisschen zurück. Aber eigentlich würde ich das sowieso hier unten noch machen. Das Problem ist, mit einem kleinen Handelsschiff geht das nicht. Das heißt, es braucht auch hier unten ein großes. Also das sind eigentlich zwei. Eine für die Orientsiedlung, eine für Wolfshafen. Damit es perfekt wäre. Was natürlich perfekt ist, unsere Bilanz. Plus 809, wie geil ist das denn bitte? Und irgendwie sind die sauer. Gott sei mein Zeuge, hier ist es schlimmer als im Fegefeuer. Ach so. Entschuldigung, aber gar nicht gesehen, dass du gar nicht mehr dazugehörst. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Eine richtige Dieven, wa? Und den reparieren, da sehen wir auch keinen Bock drauf, wa? So ein Quatsch, ey. Gut, vergessen wir das ganz kurz.
Hat jetzt sogar ursprünglich mal zwei Seile rein hier gemacht. Wie schön, dass man euch mit derlei Angelegenheiten betrauen kann. Kein Ding, mein Alter. Ist das Mut oder Leichtsinn, der euch an? Gut, dann gehen wir mal hierhin zurück. Offenbar kommt gerade Lucius angefahren und ihr wisst, wie das Ganze läuft mit ihm und so. Und da ich die Hafenwehrtürme habe. Oh, haut ab, okay. Freunde sind hier immer willkommen. Danke. Ich bin gerne Freund. Stadtfeind. Ah, die Welt erkunden. Ein schnelles. Gut, ich meine natürlich, ich habe jetzt ihn auf der Seite. Ich denke, generell wäre es eine Idee, wa? Moment, ich gehe wieder auf die Reise. Nehme jetzt sogar mal. Moment, machen wir anders. Müsste eigentlich klappen, wa? Also ihm das Mehl mitgeben, damit er da runter kann. Und damit Werkzeugen so irgendwie anders. Weil jetzt bin ich eher auf dem Rückweg, weil man vermutlich nicht mehr so oft angreift mit dem Korsan und so. Wobei in Lucius ist hier so, sowieso ein Zahn gezogen, also da kann ich es machen. Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. Sehe ich zumindest so. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Die Baronesse habe ich irgendwie auch schon stärker in Erinnerung gehabt. Oder irgendwie auf einen Hafenwehrtürmer, sobald 3-4 sind, besiegt. Hat die irgendwie auch keinen Bock mehr. Und insofern durchaus interessant. So, da geht's jetzt wieder. Okay, okay. Ich glaube, hier ist einfach generell, dass es einfach langsamer vorangeht. Aber ja, heißt für uns nächste Folge. Ziel ist nicht ein, nein, sogar zwei der Bilanz, hallo? Zwei der großen Handelsschiffe. Meine Handelsschiffe haben neue Waren aus dem Kaiserreich an Bord. Ja, aber ja, deswegen. Entschuldigung, aber ganz vergessen. Ich dachte so, hä, was ist die Bilanz darunter? Kann gar nicht sein. Natürlich kann es sein. So, ich habe. Trefferpunkt, oh, habe ich gar nicht gesehen. Das hat man geschenkt. Cool. Das hat er uns geschenkt. Ja, hier sitzt immer noch. Gut, vielleicht muss er mit der Milch langsam mal was machen. Will er sowieso da noch ein bisschen Holz und Werkzeug runterbringen? Wie man mich hier so kennt, nicht wahr? Super, soll der Handelsroute 1 machen? Oh. Okay, von mir aus. Okay, aber rein noch ein bisschen mehr und so. Hä? Und ich brauche hier immer noch 60 Seile. 60 Tonnen Seile von großen Handelsschiff, leg mich am Arsch. Aber ansonsten läuft's ja. Gut, Freunde. Was kann ich aber irgendwie im Thumbnail gehabt? Doch, ich glaube, das große Hand. Große Werft, oder? Doch nicht, was macht der meine jetzt hier Schiffe wieder? Bringen mir regelmäßig Nachricht von seiner Majestät dem Kaiser. Der ist unterwegs. Man greift eines ihrer Gebäude an. Ups. Ah, super. Ihr habt ein gutes Geschäft. Ist der falsche? Gemacht. Es ist ja der Falsche, den er losgeschickt hat mit dem Mehl. Oh, super, Michael, please. So. Die großen Handelsschiffe. Noch ein bisschen Geld in Ruhm investieren, jetzt wo wir Geld haben. Aber natürlich nicht so viel, weil wir brauchen noch ein bisschen Geld für einen Korsarenpark zum Erneuern. Anblick nicht ertragen. Und sonst ein paar Dinge. Jetzt geht er wieder da hoch, wa? Okay, aber sonst läuft's ja, wa? Best auch hier Fische optimieren, ja gut, oder hier Obstplantage, wobei ich den Obst eigentlich wieder hier unten machen will und so. Das kommt alles noch und dann vor allem die weltweit erkunden, wir machen sicher noch eine Orientinsel mehr und vermutlich auch noch eine im Okzident mehr und so. Naja, wird schon. Und natürlich mit unserem schicken Schulturm und dann hier unten, was so schick ist, oder Moschee, wir haben so viele schicke Sachen mittlerweile. Wir können uns lauter Schickheit kaum noch retten. Ha, Schickheit. Ist egal. Gut. Freunde, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal wieder bei Anno Fitz 04 Venedig. Ciao zusammen.